So, und dann muss man am Ende dieses Jahres auch wieder über die katholische Kirche reden und ihren anhaltend beschämenden Umgang mit dem Thema Missbrauch. Der betroffenen Beirat, in dem sich Missbrauchsopfer organisieren, hat gerade noch mal seiner Wut Luft gemacht, weil die deutschen Bischöfe auf einer Entschädigungsobergrenze von 50.000 Euro beharren. Für komplett ruinierte Leben. Nicht zu fassen, dass die noch feilschen. Auch das Entschädigungsverfahren bleibt völlig intransparent. Jetzt könnte man also der Kirche an sich einen Vollpfosten schenken oder einem Kardinal stellvertretend. Valerie, hättest du da eine Idee? Ja, also ich finde, ein Mann drängt sich da schon auf, weil er 2021 einfach wahnsinnig viel bewegt hat. Also er hat dafür gesorgt, dass sich massenhaft Gläubige zum Amt bewegt haben, um dort aus der Kirche auszutreten. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki. Er hält monatelang ein Gutachten zum Missbrauch in seinem Bistum zurück, um dann ein zweites Gutachten zu präsentieren, in dem vor allem sein Vorgänger Kardinal Meißner als Vertuscher auftaucht. Der hatte eine geheime Akte mit pädophilen Priestern unter dem Namen Brüder im Nebel, als wäre das Wetter schuld. Und der Meißner hat für die Rolle des Hauptschurken einen ganz entscheidenden Vorteil: er ist tot. Wölki selber will von den systemischen Vertuschereien nichts mitbekommen haben, obwohl er ja lange Meißners Geheimsekretär war. Kann man glauben, muss man nicht, ist halt eine Glaubensfrage, ne? Du schadest uns allen, ist mir gesagt worden. Weil du allen schadest. Jedenfalls denen, die noch nicht zum Austreten gekommen sind. Allein der Fall des Düsseldorfer Priesters, der einst Wölkis Mentor war und den er nach dem Verdacht von schwerstem Missbrauch eben nicht nach Rom gemeldet hat, wäre als Rücktrittsgrund völlig ausreichend. Und dann gibt das Erzbistum Köln, um Wölki zu retten, auch noch einen Haufen Geld aus. Das meiste Geld, fast 820.000 Euro, wurde dabei für PR-Berater investiert. Sie sollten in der Krise die Kommunikation des Kölner Erzbistums verbessern. Tja, rund 2,8 Millionen hat das Bistum in den letzten 3 Jahren an PR-Berater, Medienanwälte und Gutachter überwiesen. An Opfer sexuellen Missbrauchs dagegen seit 2010 insgesamt 1,5 Millionen. Man muss Prioritäten setzen. Zur Strafe, ach nee, auf eigenen Wunsch hat der Papst Kardinal Wölki eine geistliche Auszeit verordnet. Wölki geht also in sich und trifft dort hoffentlich jemanden an. Die Heute-Show verleiht der katholischen Kirche insgesamt für ihren Umgang mit dem eigenen Verbrechen den goldenen Vollpfosten in der Fegefeuer-Edition. Und dazu, liebe Gemeinde, singen wir Lied 306, Rainer Maria Wölki. Das W, das steht für weich nicht, das O steht für oh Gott, das E steht für Entschuldigung, das L für lasst mich doch, das K steht für die Kirche und für den Kardinal, für Kruzifix und Kölschbier und das I ist mir egal. Rainer Maria, Kardinal Wölki, gibt alles im Namen des Herrn. Rainer Maria, Kardinal Wölki, die Pause gönnen wir ihm gern. Seine Priesterfreunde, die hat er gedeckt, so wie man es in der Kirche gern tut. Die Studie, die hat er einfach versteckt, denn Messwein ist dicker als Blut. Cheers! Rainer Maria, Kardinal Wölki, gibt alles im Namen des Herrn. Rainer Maria, Kardinal Wölki, die Pause gönnen wir ihm gern. Und seine Kollegen, Schwaderlapp und Puff, die mussten beide gehen. Doch wer bleibt bis zum Schluss? Genau! Rainer Maria, Kardinal Wölki, wird jetzt deine Weile geschont. Bei voller Bezahlung versteht sich von selber, weil Gott seine Schäfchen belohnt.
Hallo YouTube. Unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.